Liebe Hochschulangehörige, liebe Lehrende, mit diesem Video, das ich Corona-bedingt zu Hause am Schreibtisch aufgenommen habe, möchte ich mich an Sie wenden und Ihnen meine Hilfe bei der Digitalisierung der Lehre anbieten. Viele Jahre lang wurde geredet, es wurden Workshops abgehalten, es wurden Strategiedebatten geführt. All das hat uns kaum geholfen. Denn die Lehre an den deutschen Hochschulen befindet sich in großen Teilen immer noch tief im 20. Jahrhundert. Wenn überhaupt, dann wurden Hörsaaltechnologien eingesetzt und in den Vertiefungsphasen in hohem Maße PDFisiert. Die Worte der Mahner, die Lehre doch endlich ins 21. Jahrhundert zu überführen, sind fast überall verhallt. Und jetzt haben wir den Salat. Das Coronavirus zwingt uns in eine Lehre ohne Präsenzphasen. Sie merken, ich vermeide ganz bewusst den Begriff Online-Lehre. Doch wie soll diese Lehre ohne Präsenzphasen aussehen? Und noch gravierender, wie sollen wir diese Lehre realisieren? Ich will an dieser Stelle keine Publikumsbeschimpfung vornehmen und Ihre jahrelange Zurückhaltung tadeln. Nein, ich möchte Ihnen zeigen, wie es geht, und ich möchte Mut machen. Schauen wir uns dazu zunächst das Gerüst der Lehre an. Wir kennen im Wesentlichen zwei Phasen. Eine Phase der Inhaltsvermittlung und Erschließung und eine anschließende Phase der Inhaltsvertiefung. Bisher war es ja so. Phase 1 in Präsenz im Hörsaal, Phase 2 per Selbststudium oder in zusätzlichen Tutorien. Das geht nun so nicht mehr. Die Präsenzphasen sind gestrichen. Und ich sage es ohne Umschweife und aus langjähriger Erfahrung, Lehren ohne Präsenz wird niemals so gut gelingen wie mit. Nun, für Phase 2 ist das aber lösbar. Wir stellen einfach unsere bisher ja vielfach schon vorhandenen Übungsmaterialien digital zur Bearbeitung für unsere Studenten bereit. Das machen die meisten von uns ja sowieso. Da nun eine persönliche Beratung, zum Beispiel in Form von Tutorien, nicht mehr möglich ist, empfehle ich die Einrichtung von Live-Sprechstunden per Webconferencing oder, und das mache ich gerade, Sie stellen zusätzlich einfache, wirklich einfache Erklärvideos zu den Übungsfragen und Rechercheaufträgen bereit. Diese Videos können Sie ohne Aufwand mit Ihrem Laptop erstellen. Doch wie vermitteln wir die Inhalte? Was machen wir mit Phase 1? Was man so hört, planen viele Hochschulen mit einer virtuellen Präsenzlehre. Per Livestream sollen wir uns aus menschenleeren Hörsälen oder von unserem Schreibtisch aus mit 90-minütigen live ins Internet übertragenen Vorlesungen an unsere Studenten wenden. Ehrlich gesagt, als ich das hörte, konnte ich es kaum glauben. Diese Art der synchronen virtuellen Präsenzlehre hatten wir doch schon um 2005 herum verworfen. Sie repliziert doch nur die Probleme der klassischen Lehre, zum Beispiel die fehlende Individualisierung, und fügt nun noch das neue Problem der fehlenden sozialen Kontakte hinzu. Und was ist mit Nachhaltigkeit? Was, wenn auch in den kommenden Semestern die Präsenzlehre ausfällt? Machen wir dann das Gleiche nochmal? Sie sehen schon, die virtuelle Präsenzlehre ist keine Lösung. Ich finde, wir sollten in anderen Kategorien denken. Wir sollten die Corona-Krise als Chance verstehen, unsere Lehre nun endlich vernünftig zu digitalisieren. Schauen wir mal, wie das geht. Für die Inhaltsvermittlungsphase benötigen wir digitale Elemente, damit es ohne Präsenz funktioniert. Lehrvideos, Texte, Bilder, Animationen, Simulationen. Und falls Sie zusätzliche E-Assessments einbauen wollen, Testfragen. Damit stellen wir einzelne Lerneinheiten zusammen und verknüpfen diese zu Kursen. Jetzt werden Sie sagen, das schaffen wir nicht, das ist zu viel Arbeit. In der Tat, der Aufwand ist enorm. Ich habe hier mal ein Beispiel abgebildet, das den Aufwand für unseren Kurs Teaching and Learning in the 21st Century zeigt, den ich mit 9 Studenten im Rahmen eines Seminars im Sommersemester 2019 erzeugt habe. Naja, und Zeit haben wir ja auch keine. Ich habe Ihnen das hier
und im Anhang A von Patienthochschule ausführlich einmal vorgerechnet. Doch es geht, aber nur, wenn wir unser Mindset ändern und zum Beispiel zulassen, dass wir auch Fremdmaterial in unserer Lehre nutzen. Haben wir doch bei Büchern auch gemacht oder haben Sie alle Ihre Lehrbücher selbst geschrieben? Im Kurs Teaching and Learning in the 21st Century haben wir zum Beispiel circa 2,5 Stunden Fremdvideo eingebaut. Es geht also. Aber nur durch Kollaboration, Kooperation und den Willen, es nachhaltig tun zu wollen. Das war bisher nicht vorhanden. Wir Deutschen haben nämlich ein Kardinalproblem. Wir haben keine Scheiternkultur. Und ich sage Ihnen voraus, Sie werden scheitern. Das wird nicht alles nahtlos klappen. Wir kooperieren nicht in der Lehre. Jeder macht irgendwie sein eigenes Ding. Wir haben keine Anerkennungskultur. Was wir gut können, ist Warnungen vornehmen, Warnungen auszusprechen und Risiken zu benennen. Und wenn das alles nicht hilft, naja, dann haben wir auch noch den Datenschutz. Das muss jetzt aufhören. Und ich bin sicher, es wird aufhören, weil die Lehre sonst den Bach runtergeht. Nehmen Sie die Corona-Krise zum Anlass, sich mit Ihren Fachkollegen zusammenzutun. Erzeugen Sie auch hochschulübergreifend Lehrveranstaltungen gemeinsam und nutzen Sie die digitalen Ergebnisse auch in den kommenden Semestern. Und zum Thema Video, haben Sie schon einmal nachgeschaut, was YouTube für Ihr Fach anbietet? Nutzen Sie diese Videos, es gibt genug davon. Hier die drei akademischen Spitzenreiter in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass ein tausendfach nachgefragtes Video, das weltweit genutzt wird und top bewertet ist, ignoriert wird, nur weil ein deutscher Fachkollege darin zu sehen ist. Also mein Credo ist ganz klar, die Digitalisierung ist machbar, wir können das, die Studenten können gut damit umgehen, die Inhalte sind vielfach schon vorhanden, ja und wenn nicht, einen Text schreiben oder ein Video am Laptop produzieren, also ehrlich, das ist doch keine Sache. Daher hier mein ganz konkretes Rezept. Nehmen Sie Ihre Kurse für das Sommersemester 2020 und arrangieren Sie sich mit Ihren Fachkollegen. Für jede Lehrveranstaltung erzeugen Sie bis zum Semesterbeginn die ersten 3 Lerneinheiten, nicht gleich alle. Ab Semesterwoche 2 erzeugen Sie im Wochenrhythmus immer eine weitere Lerneinheit. Sie sind Ihren Studenten also immer um 2 Wochen voraus. Das reicht, um ausgiebig zu testen, auftretende Fehler zu beheben und 2 Wochen vor Semesterende fertig zu sein. Übrigens, beziehen Sie doch Ihre Studenten mit ein. Auch die können vorhandene Videos empfehlen, kleine Videos produzieren und auch Texte schreiben. Nutzen Sie deren Potenzial. Und noch etwas. Wenn Sie jetzt schnell anfangen und die Last auf vielen Schultern verteilen und digitale Materialien nutzen, die es bereits gibt, dann müssen Sie auch nicht von einem Nicht-Semester reden. Betrachten Sie die Corona-Krise als Chance und das kommende Semester als Kreativsemester. Und zeigen Sie, dass wir nicht nur im allgemeinen Zusammenleben solidarisch sein können, sondern erstmals auch in der Hochschullehre. Ich hoffe, mit meinen Ausführungen können Sie loslegen. Für Details erlaube ich mir noch auf meine Videos 6 Schritte und digitale Lehremaßnahmen und neue Abläufe hinzuweisen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie Fragen haben und Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte, jederzeit und ohne Voranmeldung. Sie finden mich bestimmt.